Hallo zusammen, ich habe euch jetzt gerade schon den Lesemonat für August abgedreht und jetzt möchte ich euch noch die Rezi für das Buch abdrehen, was ich euch jetzt gleich hochhalten werde. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht, weil ich habe Band, ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Ich hoffe doch. Band 1 und 3 hier schon stehen, nämlich, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Thoughtless-Reihe? I don't know. Band 1, Thoughtless, erstmals verführt. Band 2 halte ich euch jetzt gleich hoch. Und Band 3 steht ja auch schon, Careless, ewig verbunden, von S.C. Stevens. Erschienen im Goldmann Verlag. Ich rede aber jetzt von Effortless. Das Buch liegt schon ewig und drei Tage bei mir auf meinem Lesesub als Rezi-Exemplar. Und mir tut es auch unheimlich leid, dass der Verlag jetzt so lange drauf warten musste. Dafür gebe ich mir jetzt ganz viel Mühe für diese Rezension. Und zwar, wie gesagt, spreche ich vom zweiten Band dieser dreiteiligen Serie, dieser Trilogie von S.C. Stevens. Und ich habe mich ja mit Band 1 unheimlich schwer getan, war auch ein Rezi-Exemplar. Nicht, weil die Geschichte mich genervt hat. Die Geschichte hat mich überhaupt nicht genervt. Ich fand die Geschichte gut. Aber die Protagonistin hat mich unheimlich, unheimlich, unheimlich genervt, unheimlich gestört. Ich konnte ihr Verhalten überhaupt nicht nachempfinden. Eine Person, die ewig und drei Tage bei jeder Kleinigkeit rot anläuft. Also es war wirklich so, dass sie auf jeder zweiten Seite rot angelaufen ist, wegen Pupskack. Sorry. Und dann aber, ich möchte jetzt nichts vorweglegen, ihren Freund Danny, mit dem sie nach Seattle gegangen ist, nicht besonders gut behandelt, aufgrund eines anderen Typen, in den sie sich verknallt. Ja, musste man nicht verstehen, war aber so. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, das Buch damals mit 3,5 Sternen bewertet, habe sofort dieses Buch angefragt, denn es war gar nicht mehr lange hin, bis Effortless erschienen ist. Und Effortless hat knapp 650 Seiten. Ja, schön und gut. Hab gedacht, Mensch, die Geschichte zwischen Kira und Kellen, die wird wahrscheinlich jetzt etwas besser weitergehen, wo doch Danny aus dem Weg geschafft ist. Und ja, dann kamen da die ersten 250 Seiten nichts. Aber auch wirklich überhaupt nichts. Ich habe verzweifelte Fotos auf Instagram gepostet, weil ich mich zu Tode gelangweilt habe auf den ersten 250 Seiten. Tut mir leid, lieber Goldmann Verlag, ihr habt mir das Buch zur Verfügung gestellt und ich war kurz davor, euch das Buch zurückzusenden. Wäre dann aber schon das zweite Buch gewesen, was ich zurücksende diesen Monat. Und dann habe ich gedacht, nein, komm, mir hat Band 1 so gut gefallen und der Goldmann Verlag ist sehr schlau. Er hat super geniale Cover gewählt. Also Cover, die mich unheimlich, unheimlich ansprechen. Ich finde, Es ist ja, glaube ich, auch immer das gleiche Paar, was hier drauf ist. Kira und Kellen, gehe ich mal von aus. Die echten Kira und Kellen. Und eine sehr gute Wahl vom Goldmann Verlag, denn das ist einer der Gründe, warum ich diese Reihe unbedingt in meinem Regal stehen haben wollte. Egal, wie schlecht sie war. Also es gibt ja auch Bücher, die sind irgendwie nicht besonders gut, aber man möchte doch wissen, wie es ausgeht. Und bei Band 2 dachte ich erst, ach du Scheiße, das wird ja noch schlimmer als Band 1, von dem her, wie es mich anspricht oder sowas. Und dann kam aber ab Seite 250 irgendwie so der Punkt, wo sich das geändert hat. Da war es plötzlich nicht mehr so, dass es mich genervt hat. Also ich weiß nicht, ob ich euch was vorwegnehme, wenn ich euch sage, dass Kellen auf Tour geht mit den Jungs. Ist ja irgendwie vorauszusehen. Er singt mit seiner Band im Piez ständig auf der Bühne und ist da schon lokal berühmt und jetzt wollen die durchstarten und bekommen die Chance, mit einer größeren Band auf Tour zu gehen. So, ich glaube, dass ich da nicht viel vorweg gesagt habe. Kann das auch sein, dass es hier hinten drauf steht? Ja, steht wahrscheinlich auch hinten drauf. Das heißt, die beiden sind getrennt. Und was dann da passiert, nehme ich euch natürlich nicht vorweg, aber dass die Beziehung zwischen Kellen und Kira dann eben einfach nicht so einfach ist, aufgrund von andauernder Trennung und Vertrauen, Misstrauen, wie es so ist, wenn der Freund die Möglichkeit hat, jeden Abend eine andere Flach zu legen. So. Ne? Und dann wurde das Buch plötzlich spannend. Dann war das so und dann wurde das Buch plötzlich spannend und ich wurde so ein bisschen zum Kellen-Groupie nebenher. Mittlerweile bin ich richtiges Fangirl auf Instagram. Also wenn ihr meine Fotos von Kellen Kyle sehen wollt, schaut bitte auf meinem Madame Book-Account auf Instagram vorbei. Ihr werdet euch totlaufen, wie sehr ich am Fangirlen bin. Dass ich das so ändern kann, hat mich wirklich sehr überrascht. Ich kann euch Band 2 wirklich ans Herz legen. Ich habe das Buch mit 4 Sternen bewertet, weil ich Band 1 damals
mit 3,5 Sternen bewertet habe, obwohl Kiva mich so tierisch angenervt hat. Daran sieht man ja schon, dass es eigentlich nicht so schlecht ist, nur man muss das halt ausblenden, wie bescheuert die Protagonistin im Band 1 ist. Und dass sie nicht immer ganz normal reagiert, hat sich auch im Band 2 nicht geändert, aber ich wüsste jetzt auch nicht so 100%, wie ich da reagieren würde, wenn ich Kira wäre oder ja, wenn ich so einen Megagott an meiner Seite hätte wie Kellen eben. Und mich hat die Entwicklung positiv überrascht. Es waren ein paar Wendungen da, es tauchen Charaktere wieder auf, mit denen ich auch nicht unbedingt gerechnet habe und die Geschichte so ein bisschen vorantreiben. Kiras Schwester spielt mehr mit und ich mag sie sowieso. Anna ist so ein Bollerkopf, die finde ich total super mit ihren netten Brüsten. Und ja, ich finde auch die erotischen Szenen in der kompletten Reihe, also in Band 1 und in 2, sehr ansprechend. Also das ist für mich nicht zu viel, es ist nicht drüber, es ist nicht so abgespaced wie vielleicht in manch anderen Büchern, es ist auch nicht zu oft. Also wenn da jeden Tag dreimal wild gevögelt wird wie die Karnickel, dann weiß ich nicht, ob das so der Realität entspricht oder bei mir ist irgendwas falsch gelaufen, ich weiß es nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall beim Goldmann Verlag nochmal dafür bedanken, dass ihr mir das Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt habt. Ich kann Band 2 nur empfehlen, würde natürlich Band 1 dann vorweg auch empfehlen. Band 3 habe ich mir selber gekauft, weil ich mir einfach den Stress nicht mehr machen möchte, dieses Buch jetzt weglesen zu müssen. Ich werde es auf jeden Fall lesen, freue mich jetzt schon drauf, habe ein paar andere Rezi-Exemplare hier jetzt noch liegen, deswegen konnte ich Careless nicht direkt hinterher schieben. Das stört mich selber so ein bisschen. Ich habe aber schon wieder munkeln gehört, dass die ersten Seiten wieder sehr schleppend sein sollen, wie auch in diesem Band, auch in Band 3. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, diese Trilogie zu beenden, und dann werde ich sie mir schön ins Regal stellen mit diesen tollen Covern und werde noch ein bisschen Fangirling betreiben und euch schöne Bilder von mir und den Büchern hochladen oder von Kellen Keil oder was weiß ich. Wie gesagt, Leseempfehlung für Leute, die in diesem Genre gerne lesen und die es auch ertragen können, wenn mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen wird und mal über 10 Seiten beschrieben wird, wie lecker so ein Apfel schmecken kann oder wie ich einen Duschprozess veranstalte, solche Sachen. Ja, das war meine Rezi, die irgendwie ein bisschen anders war als, glaube ich, meine anderen Rezis, weil nervig und nicht eigentlich so meine Worte sind, die ich sonst in Rezensionen benutze, aber zu diesem Buch ist mir einfach nichts anderes eingefallen. Ja, ich freue mich jetzt, wie gesagt, auf Band 3. Ich hoffe, dass diejenigen unter euch, und ich kenne eine Menge, die die Reihe nach Band 1 abgebrochen haben, vielleicht der Reihe auch nochmal eine Chance geben und sich an meinen Fangirling-Arm hängen und mit mir so ein bisschen Kellen Keil anschmachten. Ach, das würde mich freuen. Liebe Dragana, liebe Jacqueline, wenn ihr das Video seht, dann lest doch bitte dieses Buch. Ich kann es euch auch zuschicken und ausleihen, wie ihr möchtet. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß, und was ihr draus macht, ist euer Ding. Ciao!